Steppi. Samstag, nicht heute. Tada. Tada. Fragst du Uwe. Ja, der Uwe soll jetzt mal antworten. Uwe. 20 Kilometer Lauf ist das mal. Gut, dass ich mich nicht beworben habe. Ein tierisches Duell heute Nachmittag. Die Adler gegen die Wölfe, Eintracht gegen Wolfsburg um 3:30 im Stadtwald. Und in unserer Krombacher Runde wollen wir einen letzten Blick auf die Begegnung werfen, bevor ihr euch auf den Weg ins Stadion macht. Mit Steppi und Uwe Bein, hallo, unseren Experten. Hallo, guten Tag. Guten Tag, ja. Und heute eine absolute Identifikationsfigur der Eintracht am Start. Marco Roos, grüß dich. Schönen guten Tag, hi. Marco, bleiben wir mal beim tierischen Bild. Wer fährt heute Nachmittag die Krallen aus? Die Adler oder die Wölfe? Ich hoffe doch mal wir. Also klar ist, dass es für beide noch um viel geht. Ich denke gerade für Wolfsburg um ja, so ein bisschen auch die Existenz, weil die ja auch gegen Abstieg spielen. Wir hatten es letztes Jahr so, dass es bis in die Relegation gegangen ist. Ich denke, das will Wolfsburg vermeiden. Von daher können wir uns darauf gefasst machen, dass es eine harte und eine intensive Partie wird. Co-Trainer Armin Reutershahn, der hat unter der Woche gesagt, unsere Gedanken, die sind noch überhaupt nicht beim Pokalfinale. Wir wollen uns voll auf die Bundesliga konzentrieren, da Gas geben. Was hat sich die Mannschaft für die letzten drei Spiele vorgenommen? Ja, wir hatten uns schon vor dem Hoffenheim-Spiel vorgenommen, einfach jedes Spiel nochmal auf Sieg zu spielen. Ich denke, wir wollen punkten, wir wollen noch schauen, dass wir oben einstellig erreichen können. Da ist es machbar. Dafür müssen wir ja die letzten drei Spiele noch volle Pulle angehen und dann kann man sich immer noch mit dem Finale beschäftigen. Wir schauen gleich aufs Spiel. Zuerst guckt unser Kollege Bartosz aber auf den Gegner und auf die abgelaufene Trainingswoche. Es war eine ärgerliche Niederlage in Hoffenheim am vergangenen Sonntag. In letzter Minute kassierten die Adlerträger das entscheidende 0:1. Schwamm drüber. Seit Dienstag haben sich unsere Jungs auf die heutige Partie gegen den VfL Wolfsburg vorbereitet und wollen im vorletzten Heimspiel der Saison einen Dreier holen. Die Wölfe kamen zuletzt gegen den neuen Meister Bayern München mit 0:6 unter die Räder und sind punktgleich mit dem HSV, der den Relegationsplatz belegt. Eine schwere Situation für den VfL, der mit großen Ambitionen in die Saison gestartet ist. Unter dem neuen Trainer Andries Jonker gewannen die Grün-Weißen nur 3 von 9 Spielen. Jeder weiß um unsere Situation. Wir werden alles dran setzen, um natürlich möglichst einen Dreier einzufahren, weil den brauchen wir ganz, ganz dringend. Wir wissen, dass Frankfurt eine gute Mannschaft beisammen hat. Wir wissen, dass Frankfurt im Großen und Ganzen eine gute Saison spielt. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken auf uns, wir werden alles dran setzen, um mit einem Dreier zurückzukommen. Trotz der prekären Lage der Wolfsburger, es wird keine einfache Aufgabe für die SGE. Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat, denke ich. Die Niederlage mit 6 Toren gegen Bayern wird auch noch in den Hinterköpfen sein. Sie haben auch eine Veränderung mit Gustavo. Dafür wird Cilavuk wieder zurückkommen. Das ist eigentlich personell eine richtig gute Mannschaft, muss man einfach sagen. Vorne sind sie sehr gut besetzt, im Mittelfeld sind sie gut besetzt. Und es war nicht zu erwarten vor der Saison, dass sie so in diese Abstiegsnot kommen. Unser Heimspiel gegen den VfL ist mit knapp 50.000 abgesetzten Karten fast ausverkauft. In Eintracht zu 3 Punkten gegen die Wölfe. Eine Besonderheit wird es heute auf jeden Fall geben. Die Mannschaft läuft in einem Sondertrikot auf, in limitierter Edition, statt Krombacher mit Vita-Malz auf der Brust. Und dabei geht es um einen guten Zweck, denn für jedes verkaufte Trikot fließt eine gemeinnützige Spende an eine Einrichtung hier in der Region. Also macht mit bei der Aktion, aber kommen wir mal zu Wolfsburg. Uwe, die Eintracht hier zu Hause gegen Wolfsburg in der jüngeren Vergangenheit eigentlich immer relativ stark. Nur eine Niederlage in den letzten 6 Heimspielen. Ist das so ein Gegner, der VfL, der uns liegt? Kann man so eigentlich nicht sagen. Ich denke mal, Marco hat es eben schon gesagt, sie stehen mit dem Rücken zur Wand, sie müssen unbedingt punkten. Bei uns ist es etwas anders. Wir können eigentlich locker aufspielen, haben alle Chancen, noch den einen oder anderen Tabellenplatz nach oben zu rutschen. Und von der Seite her wird Wolfsburg alles dran setzen, um hier zu gewinnen. Aber ich habe die Jungs am Wochenende in Hoffenheim gesehen und man hat an der Einstellung absolut gesehen, dass man sich nicht jetzt schon auf das Pokalspiel konzentriert, sondern dass man die letzten Spiele in der Bundesliga gewinnen will. Und ich gehe mal davon aus, dass wir heute Nachmittag auch als Sieger vom Platz gehen.
Steppi, dass Wolfsburg noch mittendrin im Abstiegskampf steckt, das ist immer so eine Frage. Ist das gut oder schlecht für die Eintracht? Ich glaube, es ist schon gut, aber ich wollte mal sagen, letztes Jahr hat uns keiner geholfen, gell? Und deshalb, also ich gehe davon aus, dass die Jungs, trotz dass sie zwei Ziele erreicht haben, erstmal aus dieser Abstiegszone weg und Endspiel, also in Berlin, volle Pulle und denen drei Stück geben und die sollen sich irgendwo bei anderen Verein retten. Marco, die medizinische Abteilung, die freut sich auf jeden Fall auf die Sommerpause, denn ihr geht personell ein bisschen am Stock. Gutes halbes Dutzend Spieler werden euch auch heute wieder fehlen. Jetzt ist die Tatsache da, dass du vielleicht früher, als es geplant war, auch wieder mittendrin plötzlich bist. Wie sieht es bei dir aus mit der Kraft auch jetzt im Saisonfinale? Ja, ich merke schon gegen Ende, wenn ich wirklich 90 Minuten durchspiele, gegen Ende schon, dass die einen oder anderen Körner ich dann doch während dem Spiel liegen lasse und dass dadurch natürlich auch immer die Konzentration ein bisschen flöten geht. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, was Stender letzte Woche gespielt hat in Hoffenheim, nach knapp einem Jahr Pause, war sensationell. Also man kann das nicht 1:1 auffangen. Das ist bei Mannschaften wie Frankfurt oder die sich so im Mittelfeld bewegen, ist das einfach nicht möglich. Da gibt es Mannschaften wie Bayern, die können das schon eher. Aber nichtsdestotrotz machen die dann spielen für die verletzten Spieler, machen es gut. Und ich denke, auch in Hoffenheim haben wir über weite Strecken ein super Spiel gemacht, hatten Hoffenheim am Rand eines Unentschiedens mit kaum Möglichkeiten für Hoffenheim. Von daher kann sich jeder sicher sein, dass wir heute wieder versuchen werden, die Spieler zu ersetzen, die es zu ersetzen gibt, und mit 100% Leidenschaft. Du hast ihn gerade angesprochen, Marc Stendera. Uwe, das wäre jetzt so eine Frage an dich gewesen, dass so ein bisschen jetzt diese Hessen-Connection wieder mehr in der Mannschaft ist, ja, mit Marco Russ, mit Marc Stendera. Ist das gut? Tut das dem Team gut? Ja, wir hatten es ja zu meiner Zeit. Bernd Hölzenbein hat versucht oder auch gemacht, dann die Hessen wieder zurück nach Hessen zur Eintracht. Ja, das war eine gute Geschichte und ich denke, dass das jetzt mit Sicherheit auch gut ankommt. Und nochmal zu Marc zu kommen, Hut ab, was er in den 90 oder in den 75, 80 Minuten, wo er gespielt hat in Hoffenheim, was er geleistet hat, nachdem er ja am Anfang die ersten 5-6 Minuten relativ schwer ins Spiel gekommen ist, aber wie er kämpferisch sich dann da befreit hat und Akzente gesetzt hat, also nach so einer langen Pause, muss man einfach sagen, sensationell gut. Mal eine Frage an den Trainer Steppi. Was muss man als Trainer jetzt so im Saisonendspurt leisten, wenn man weiß, okay, die ganze Region fiebert eigentlich schon so ein bisschen diesem Pokalfinale in 3 Wochen entgegen, aber dazwischen ist Bundesliga. Wie hält man da die Konzentration und die Spannung auch aufrecht? Also es ist schwer, besonders wenn man die zwei Ziele erreicht hat, also nochmal sich richtig zu motivieren. Und heute, wenn wir noch gewinnen gegen Wolfsburg, letzte Zeit haben wir immer schwer gehabt, hier 0-0, 1-1 oder was weiß ich. Und wenn wir jetzt heute gewinnen, dann ist er, glaube ich, das Ziel erreicht. Die letzten 2 Spiele lassen wir die anderen gewinnen, oder? Wir haben es nicht vor. Ich denke, es ist gerade für uns Spieler auch wichtig, mit positiven Erlebnissen nach Berlin zu fahren. Ich denke, wenn wir jetzt 4-mal hintereinander noch auf die Mütze zu bekommen und dann nach Berlin fahren, dann ist immer so ein fader Beigeschmack da. Von daher, wir wollen die letzten Spiele positiv beschreiten und am besten mit 1-2 Siegen noch, damit man dann nochmal das Selbstvertrauen so weit pushen kann, um in Berlin dann gegen Dortmund zu bestehen. Und man weiß ja auch selbst, wenn man nur noch Halbgas in die Spiele reingeht, dann ist die Verletzungsgefahr natürlich noch mal ein bisschen größer. Keiner will dieses Spiel verpassen, jeder will dabei sein. Und ich denke, wenn man da die letzten Spiele Vollgas geht, ist ja also die Verletzungsgefahr genau in links, also vor dem Gladbach-Spiel, gell? Ja, genau. Eintracht hat gewonnen. Hier, genau. 3-1 und die haben verloren, 3-2 zu Hause. Und hatten wir schon gesehen, also im Spiel, die haben nichts viel zu melden, obwohl die Gladbacher hier auch nichts viel zu melden gehabt haben. Aber der Sieg, und da gebe ich dem recht. Also, es kommt auf die mentale Stärke an, aufs Köpfchen. Ich ziehe zurück, alle 3 Spiele gewinnen. Alles klar, das ist doch mal ein Wort. Ist alles möglich, definitiv. Uwe, wir wollen mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir haben gleich noch eine ganz besondere Aktion. Steppi als Trainer, war das eher so ja, der Quelix oder war das eher so der Kumpeltyp auf dem Trainingsplatz? Ja, fragst du Uwe. Ja, der Uwe soll jetzt mal antworten. Uwe. Halt dich doch mal zurück jetzt mal. Ja? Fragst du Uwe. Gute Frage. Na, ich denke, Steppi, das kann ich sagen. Wir haben sehr gut miteinander harmoniert und er hat auch
Den ja, nehme ich ja wieder in mein Team. Hallo, ich würde es auch sagen, wenn es anders wäre. Aber nee, ich hatte bei ihm das absolut hundertprozentige Vertrauen und er hat mir auch vertraut. Und es gab Phasen, wo ich wirklich nicht trainieren konnte und hat er gesagt, ich will dich am Freitag wieder sehen und am Samstag auf dem Platz und alles andere verlasse ich mich auf dich. Und das war in Ordnung und na, ich denke, das war eine ganz ordentliche Zeit. Hat man ja in Frankfurt auch gesagt, woran erkennt man, dass Freitag ist? Uwe Beines im Training. Ja, klar, ne? War früher ein geflügelter Spruch. Ne? Aber so ein Spiel gab es also schon lange, lange, lange nicht, gerade bei der Eintracht. Und außerdem, wenn ich Nationaltrainer wäre, damals in Rom, hätte Hässler nicht gespielt. Uwe hätte gespielt. Aber sagen wir so ein Spiel mache, also ich habe es noch erlebt, wo ich selbst gespielt habe, später also nicht. Aber muss ich dazu sagen, Jeboah und Andy Möller und alle anderen haben von ihm wahnsinnig profitiert. Ja, auf jeden Fall. Wir reden darüber, Training mit Steppi, denn am Montag, also übermorgen schon, ja, da geht eine ganz besondere Aktion zu Ende. Amateurmannschaften können sich bewerben bei der Eintracht und bei Krombacher. Krombacher macht es möglich, ein Training mit Steppi. Du holst eine Mannschaft sogar mit dem Eintracht-Mannschaftsbus ab. 20 Kilometer Lauf ist erstmal. Also, gut, dass ich mich nicht beworben habe. Ja, ebenso. Nicht bei mir melden, ich kann euch nicht helfen, aber bei der Krombacher melden. Und dann also geht also hier in Commerzbank Arena. Da gibt es den letzten Schliff? Ja, nee, platt machen. Platt machen, nicht okay. Schliff, platt machen. Und dass dann, die wissen, dass die nie vergessen, dass sie mal hier trainiert haben. Und dann dahinter gibt es noch ein paar Krombacher drauf, dass das Saisonfinale auf jeden Fall gegessen ja, ist. Ja, wir wollen aufpassen, dass nicht zu viel verbrauchen und trinken. Gell? Die werden wir platt machen oder wenig essen und wenig trinken. Also der Link ist auf jeden Fall eingeblendet, wo man sich bewerben kann noch bis Montag. Zum Abschluss gibt es natürlich noch eine kleine Aufgabe an Marco Russ. Wir haben wie immer unseren Ball dabei, der unterschrieben wird. Ja, da haben alle sich schon verewigt. Und am Ende der Saison wird der von Krombacher für einen guten Zweck versteigert. Ansonsten bleibt euch noch eure Tipps. Uwe Bein hat ja gegen Augsburg mit 3-1 Gold richtig gelegen. Was tippst du heute? Ich denke mal, Marco wird Mario Gomez ausschalten und wir gewinnen 2-0. Steppi? 2-1. Marco? 3-1. Alles klar. Geht alles in die richtige Richtung und in die richtige Richtung marschiert ihr hoffentlich auch jetzt. Eine gute Anreise ins Stadion und auf einen Heimsieg später. Bis dann. Tschüss. Ciao.